In der Richthofen-Kaserne in Wittmund bereiten sich die dortige Luftwaffengruppe mit Unterstützung des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes und des Landkreises Wittmund auf die Ankunft von 200 Flüchtlingen vor. Für die Verpflegung aus der Truppenküche, für medizinische Untersuchung und Registrierung wurden Zelte vor der Sporthalle aufgebaut. Außerdem wurden Hygienecontainer aufgestellt. Noch in der Nacht wurden aus dem örtlichen Baumarkt Platten besorgt, mit denen der Hallenboden ausgelegt wurde.